Hallöchen, hier ist Kyok und es geht weiter mit Yooka-Laylee. Heute werden wir weiter im Sumpf rumgucken und schauen, was wir so an Aufgaben bewältigen können. Größtenteils haben wir jetzt alle Fähigkeiten, weswegen es eigentlich keine Probleme geben sollte. Aber wir müssen halt trotzdem schauen, was sich so ergibt. Eigentlich würde ich ja am liebsten auch gleich hier drin weitermachen im Labyrinth. Aber ich bin mir tatsächlich unsicher, wie genau wir das alles bewerkstelligen sollen. Wir können es wahrscheinlich nicht über diese Wände drüber springen. So, mal ausprobieren. Wir können uns das Ding aber auch mal von oben angucken. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ja, okay, weiter. Den Blick können wir nicht ändern. Aber ja. Hier ist quasi eine Sackgasse. Warte, wo geht's denn eigentlich los? Ich glaube hier, ne? Ja, wir sind hier lang gelaufen. Und dann kam ja hier die Wand. Oh. Ach, da, okay. Aber hier war ja zu. Also da bin ich mir ganz sicher, wenn wir hier lang gelaufen kamen, dann war das hier dicht. Sind wir dann hier hin? Ich glaube, ja. Aber könnte es dann vielleicht sein, dass wir tatsächlich einfach nur falsch gelaufen sind? Ich kapisch hier wieder gar nichts mehr. Okay. Es kann ja schlecht sein, dass man hier wirklich komplett einmal im Kreis laufen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder doch? Vielleicht, aber es hat sich ja gerade kein Weg aufgetan und ich wüsste auch nicht, wie wir jetzt ganz gut da hier wieder rausgekommen wären. Huch, Grafikfehler? Das sah ganz so aus gerade. Ja. Irgendwas hier verändert sich. Naja, ich kann ja irgendwie versuchen, hier trotzdem durchzukommen. Okay. Wo ist der Eingang? Bist du hier? Nee. Das sieht nicht nach Eingang aus. Ja, achten wir mal drauf. Achten wir mal drauf, was wir gleich bei dem... Was? Ich habe dich doch noch erwischt. Ist das gemein? Bleib gefälligst da unten. Gib mir mein... Genau, meine Energie wieder. So, die Tür geht auf und das Pagey ist irgendwo ganz, ganz oben. Und vielleicht können wir ja schnell genug sein, um da einfach reinzulaufen. Aber vielleicht auch nicht. Gucken wir mal, was passiert. So, ah. Nee, da oben war jetzt definitiv zu, wenn wir nicht durchlaufen. Ja, es ist so komisch, einfach unendlich Leben zu haben und niemals darum bangen zu müssen, komplett zu sterben. Ja, lass uns mal durch. Ich will diese blöde Aufgabe hinter mich bringen. Komm schon! Definitiv, da ging es jetzt überall nicht durch. Und dann ist hier zu. Und da hätten wir auch nicht zurückgekommen, weil dann wären wir zerquetscht worden. Dann sollen wir wahrscheinlich hier die Tür triggern? Hast du dich gerade in der Wand festgeglitscht? Armes Kerlchen. Okay.
Ja, ihr steckt wahrscheinlich fest, weil ihr überrollt wurdet, ne? So. Ah! Okay, hat sich gerade... Wow. So einfach war's? War es tatsächlich so einfach, einmal richtig abbiegen und dann... Wow. Aber ja, cool. Das auch hinter uns. Ich bin zufrieden. So, jetzt doch mal mit unserem armen, depressiven Einkaufswagen reden. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine zweite Aufgabe oder so, die wir hier... Nee, jetzt ist hier einfach nur alles extrem offen. Ja, Ja, nee, sieht nicht so aus, als müsste man hier jetzt nochmal was machen. Das ist auch überhaupt nicht mehr gefährlich und so. Alles gut. Reden wir aber trotzdem mit dir. Hey, Olli, wir haben es zum Pagey am Ende des Labyrinths geschafft. Schön für euch, wenn ihr beide dieses Labyrinth gemeistert habt. Gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung für den armen Olli. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Herausforderungen in diesem Spiel schaffen würdest. Ja, okay, Olli nochmal gedisst und fertig gemacht. Und dann können wir ja mal gucken, wo es jetzt weitergeht. So, können wir eigentlich... Upsa! Wir wollen uns hier nichts unnötig Schaden zufügen. Erstmal alle aus dem Weg hier. Dann gönne ich mir mal ein bisschen Zeit beiseite zu schinden, um zu gucken, ob wir hier einfach schon gucken können, wie viele Spielstand anschauen. Wie viele Pages wir hier abgreifen können. So. 3 von 25 sind auf jeden Fall wieder richtig viele. Es gibt auch wieder richtig viele Federn. Jetzt heißt es nur herausfinden, wo wir die alle finden. Mist, das ist wieder der Anfang. Aber vielleicht geht es ja vom Anfang aus auch irgendwo hin. Ja, das sieht alles überhaupt nicht so aus, als würde es irgendwo hinführen. Also wieder die Richtung. Ja, und wir nehmen auch gleich wieder den Weg hier oben. Apropos Weg hier oben, ich habe nicht daran gedacht, aber ja, hier ist ja auch echt ein Weg. Da drüben waren wir noch nicht, ne? Das kommt mir extrem unbekannt vor. So, und jetzt die Frage, schaffen wir es, darüber zu gleiten oder könnte das zu knapp werden? Ich glaube, ich riskiere einen kompletten Tod. Obwohl, was mache ich denn? Wir können noch fliegen! Mist, und aus dem Wasser können wir nicht in die Hocke und in die Luft. Dammit! Hey, habe ich da gerade gestanden? Nein. Ja gut, unnötigerweise einen Tod heraufbeschworen. Obwohl wir einfach hätten rüberfliegen können. Ja, wenn man es vergisst, selbst gelitten. So, jetzt aber dann direkt in die Lüfte. Warte, wo war die Stelle? Oder suchen wir uns gleich eine andere Stelle aus, wo wir hingehen? Irgendwo war auf jeden Fall noch was. Aber erstmal landen. Bevor unsere Energie komplett alle ist. So. Ja, zum einen war ja nochmal richtig viel Sumpf woanders, wo es auch weiterging.
So, mal gucken, wenn wir hier lang gehen, ob wir da irgendwo was sehen. Ist da unten überall Wasser? Ja, das ist alles Wasser. Da kann man nicht drüber fliegen. Hier ist auch nichts, wo man hundertprozentig landen könnte. Und so ein Rohr halte ich jetzt einfach mal für nicht rutschig genug. Da ist auf jeden Fall Boden und alles. Ist nur die Frage, ob die Welt erweitert sein muss. Es wirkt mir fast so, als würde da eher so eine komische Plattform auftauchen, wegen diesem einsamen Feuerdings, die das in die. Oh mein Gott. Das da hinten sieht ja auch richtig cool aus. Ich glaube, ich will lieber dahin. Wenn mich da schon Federn anlächeln, glaube ich, dass wir da eher hin dürfen. Und ich, bevor ich mich wieder in den Tod stürze, probieren wir doch das mal aus. Müssen nur gucken, wie wir da hinkommen. So. Sah doch schon mal nicht schlecht aus. So, lassen wir uns nicht davon ablenken. Komplett neues Areal. Und ich höre wieder ein Pagey. So, gucken wir uns hier jetzt mal um. Schon schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier ganz viele Orte mal wieder betreten, die wir eigentlich richtig umständlich hätten betreten müssen. Oh, wo bist du? Ich will dich fangen. Aber ich sehe dich nicht. Ich höre dich nur. Und was ist eigentlich mit dir? Aber cool. Scheinbar können wir uns nicht nur irgendwo festhalten, sondern uns auch zusätzliche Wege verschaffen. Ja, das ist natürlich hier jetzt super, super praktisch. Da wären wir nie ohne drauf gekommen. Das Spiel, ey. Also einige Sachen, Game Design technisch, muss schon jemand gemacht haben, der sich nicht wirklich Gedanken dazu machte. Hat das einen Zweck so? Ergibt das irgendwie Sinn? Oder ist es überhaupt sinnvoll, das so zu machen? Unter anderem, ja, ich bin auch so gespannt jetzt, wo ich selber einigermaßen weit bin und eigentlich mich mit keinen Leveln mehr spoilern kann, bis auf das letzte. Kann ich mir eigentlich ja auch mal die anderen Let's Plays zu Yooka-Laylee geben? Ups. Ich wollte ja erst noch mal draußen alles checken. Und dann auch mal schauen, wie sich bestimmte Dinge, die ich nicht cool fand oder die ich für echt dumm hielt, bei den anderen so ergeben haben. Rampo, der beispielsweise keinen Spaß gemacht hat. Bei der Lore würde ich einfach nur gerne die Überraschung darüber hören, dass auch andere mehr erwartet hatten, so wie man das halt kennt und sich dann so denken, so, irgendwie habe ich mir das schwerer vorgestellt. Hier ist ein Schalter. Seriously? Kyoko, wie blind kannst du sein? Na gut, aber jetzt gucke ich dann offiziell auch nochmal hier rein, bevor ich draußen nochmal versuche, alles abzuchecken. Ein gutes Wasser, in dem wir abtauchen können. Oh. Das klingt doch ganz sicher nach Peachy. Ist nur die Frage, wie man da dran kommt. Ja, okay, aber den ganzen Unterwasser-Part, den möchte ich jetzt noch nicht erkunden. Federn wollen wir sammeln. Wobei ich bei den Federn jetzt auch so langsam, wo wir alle Fähigkeiten bis zu Kapitel Kaschino haben, auch denke, dass es nicht mehr so krass sein wird. Die anderen Fähigkeiten zu kaufen, die noch kommen.
Ja, sowas lieben wir doch. Aber immerhin, das Level ist nicht so kurz, wie wir vorher dachten. Dann wollen wir mal Federn sammeln gehen. Ja, das muss schon besser getimt werden. Dann immer wieder hier zurück. Oh, und ja, das sind noch nicht alle gewesen. Verdammt. Dann kriegen wir den zumindest schon mal. So, wie weit wäre es zum nächsten? Das geht eigentlich. Hallo, ihr. Ihr wollt eigentlich eure Ruhe haben, aber ich habe echt nichts dagegen, mal zu gucken, was es hier so alles gibt. Außer Gegner, auf die ich keine Lust habe. Da hinten ist Rampo. Ja, das sieht mir doch schon nach einer längeren Aufgabe wieder aus. Ja, dann beende ich den Part an dieser Stelle und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch wieder einschaltet. Liebe Grüße, eure Kyoko.